Herzlich willkommen bei Meine Woche bei Planung und Analyse. Mein Name ist Sabine Hedewig-Mohr und ich bin Redaktionsleiterin von Planung und Analyse. Letzte Woche war Ostern, da ist ausgefallen. Diese Woche erwartet Sie Folgendes. Wir hatten das erste virtuelle Puma-Plenum, von dem ich Ihnen berichten würde. Dann habe ich immer noch einen ganzen Stapel an Corona-Studien aller möglicher Couleur auf dem Schreibtisch und ich würde Ihnen erzählen, wie ich damit umgehe. Und ich habe ein soziologisches Kolloquium besucht, wo ich darüber erfahren habe, was es beim Umgang der epidemiologischen Studien zu Corona zu kritisieren gibt. Unser erstes virtuelles Puma-Plenum zum Thema Online-Communities für Marktforschung war sehr spannend. Wir hatten 57 betriebliche Marktforscher, die zugehört haben, und 8 Referenten von 5 Instituten und 9 Referenten waren es von 5 Instituten. Und wir haben halt verschiedene Formen der Online-Communities kennengelernt, obwohl es ja im Prinzip dasselbe Tool ist, waren die doch sehr unterschiedlich. Und die betrieblichen Marktforscher waren, glaube ich, ganz angetan. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Einer aus Hamburg schrieb mir: Für eine Tagesreise nach Frankfurt ist mir der Aufwand ja bisher zu hoch gewesen, aber auf diesem Wege war das prima möglich. Sehr spannend, in kurzer Zeit einen fundierten Marktüberblick zu bekommen, mit Möglichkeit für Rückfragen. Das könnte man auch noch für andere Themen machen. Ja, vielen Dank, das finde ich auch. Danke für die Rückmeldung und danke für die Anregung. Ich denke, wir werden diese Form virtuelles Puma-Plenum, die jetzt ja gezwungenermaßen in Zeiten von Corona stattfindet, aber auch vielleicht in die Nach-Corona-Zeit hinüberretten. Ja, Studien zu Corona, marktforscherische Studien zum Thema Corona flattern mir immer noch regelmäßig in das Postfach. So zahlreich, dass ich gar nicht aus allen Artikel machen kann, obwohl ich die häufig sehr gut finde. Corona und Mobilität, Corona und Konsum, Corona und Medienverhalten oder natürlich die psychologische Seite, die psychologische Analyse der Situation. Da habe ich zum Beispiel für Horizont dann einen zusammenfassenden Artikel gemacht. Die Stunde der Psychologen, und für die vielen anderen Artikel habe ich jetzt sozusagen eine systematische Übersicht gewählt und ich hoffe, dass das Ihnen zur Recherche dient und dass Sie damit ganz gut zurechtkommen. Als kleines Maskottchen habe ich dafür den Wispert gewählt. Der wurde mir freundlicherweise von seinen Eltern, von Monika Heimann und Michael Schütz, zur Verfügung gestellt und der rät natürlich den Menschen, zu Hause zu bleiben, und das kann man gut nutzen, um Studien zu lesen, wenn man diesen Rat beherzigt. Schauen Sie auch jeden Tag auf die Seiten der Johns Hopkins Universität oder des Robert Koch Instituts, um zu sehen, wie viele Infizierte es heute wieder gibt. Diese Zahlen sind allerdings nicht besonders aussagekräftig. Sie sagen lediglich, dass x-tausend Menschen von dem Coronavirus natürlich betroffen sind, aber es gibt keinerlei Vergleichsmöglichkeit. Selbst wenn man sie zu den Sterbezahlen ins Verhältnis setzt und verschiedene Länder miteinander vergleicht, hat man das Gefühl, man spricht von zwei verschiedenen Krankheiten. Das liegt natürlich daran, weil die Testungen halt sehr unterschiedlich und in unterschiedlichen Mengen gemacht worden sind. Das ist aber insofern problematisch, weil solche Erkenntnisse, die die Epidemiologen liefern, derzeit für sehr weitreichende Entscheidungen der Politik zuständig sind. Empirische Sozialforscher fordern deshalb schon seit längerem repräsentative Tests. Es sind auch in der Tat schon einige Studien gelaufen inzwischen, die sich repräsentativ nennen. Mit diesen Studien gingen allerdings die beiden Referenten, Menno Smid und Professor Rainer Stell, bei einem Kolloquium in der vergangenen Woche sehr hart ins Gericht. Menno Smid ist Leiter der INFAS-Institute, Institut für angewandte Sozialforschung, und Rainer Schnell ist Professor an der Hochschule Duisburg-Essen. Beides sehr kritische Geister und ich nenne sie mal Hardliner der empirischen Sozialforschung.
auf einem Vortrag des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB. Und da der virtuell durchgeführt wurde, konnte ich daran teilnehmen. Hören wir mal rein. Fangen wir mal mit Heinsberg an. Das ist keine Zufallsstichprobe, sondern man wählt einen Extremfall aus. Den Extremfall auf die Bundesrepublik hochzurechnen ist interessant. Ja? Atemberaubend ist man, dass man eine Haushaltsstichprobe zieht und nicht berücksichtigt, dass die sich innerhalb eines Haushalts, also wortwörtlich gegenseitig anstecken können. Das ist das Musterbeispiel eines Klumpeneffekts. Ja? Der wird jetzt nicht durch den Interviewer verursacht, sondern den verursachen die Personen selber. Und das heißt, man kann eine Haushaltsstichprobe, ohne dass man für den Klumpeneffekt nicht korrigiert, nicht auf eine Population hochrechnen. Also elementarster Fehler in der Statistik, wunderbar für ein Lehrbuch und aber nur absurd. Das heißt, was ja natürlich nicht heißt, dass man sich nur auf diese eine Stichprobe zu konzentrieren hat. Wir haben ja gerade versucht darzulegen, dass es eigentlich im Grunde genommen so aussieht, dass wir empirisch gesichert nichts wissen oder sehr wenig wissen. Ja. Und dass es dazu im Grunde genommen unterschiedliche Stichprobenansätze bedarf, um dieses Wissen so zu verbreiten und sozusagen aus den derzeitigen Ingenieuren des Weltgeschehens, nämlich die Virologen, sozusagen eine Perspektive zu leisten, die empirisch gesichert schätzt. Und erstaunlicherweise ist das RKI ja derzeit nicht nur in der Umsetzung dessen, was sie tut, sondern auch in den Ansätzen, die sie verfolgen, sind die Ansätze nicht geeignet, dass man sozusagen mehr erfährt. Das ist der Kernpunkt, den wir eigentlich deutlich machen wollten und in dem wurden sozusagen alternative Vorschläge gemacht. Die Vorträge sind auch als Podcast veröffentlicht. Ich rate jedem da dringend mal reinzuhören, vor allen Dingen eben in diesen von Menno Smed und Rainer Schnell. Für diejenigen, die mit diesen vorliegenden epidemiologischen Studien nicht so vertraut sind, habe ich das Ganze nochmal als Artikel zusammengefasst. Den Link dazu finden Sie wie zu allen anderen Hinweisen, die ich hier in diesem kleinen Vlog gebe, unter dem Artikel. Ja, also das war ein spannender Punkt in meiner Woche bei Planung und Analyse. Ich hoffe, dieses kleine Video hat Ihnen gefallen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wünsche Ihnen eine gute Woche und sage, bleiben Sie gesund.